So, entschuldigt für den fiesen Schnitt, aber jetzt geht's weiter. Und wir töten unseren Freund Viri. Der ist uns einmal zu oft auf die Eier gegangen. Und außerdem ist er noch einer dieser Mitverschwörer Dingenskirchens. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Erstmal sind seine lustigen Wachen dran. Seine ganz lustigen Wachen. Dann tschüss. Hat er nochmal Ö gesagt? Na, sag mal. Hallo. Das ging schnell. Das war nicht beabsichtigt, aber das ging schnell. Was planst du mit deinem Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Okay. Oh, ein Brief für lesen. Ach, natürlich kann man den nicht lesen. Ach ja, mach deine Abspackung. Los, spack ab, los. Ich wollte den Brief gar nicht lesen. Spack ab, komm. Hui, hui, guck mal, Datennetze. Ist gut. Wir wissen, dass ihr Special Effect drauf habt, Ubisoft. Mensch. Corner in der Anpiesen hier. Bla 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 bla. So, da sind wir wieder bei Mario. Kann ich jetzt mal diesen netten Brief lesen? Datenbank. Letzte Einträge. Nein. Dokumente. Briefe. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Aha. Naja. Es lässt verstehen, warum er das getan hat, aber es ist trotzdem nicht entschuldbar. Hm? Trotz alledem. So, jetzt machen wir noch diese hübsche Mission und dann... Also wir geben erstmal die eine Feder, die wir gefunden haben, damit sich Mutter freuen kann. Guck mal, eine Feder. Warum rupfen wir nicht einfach einen Huhn und so auch Federn? Ich meine nur mal kurz. Dass er hier mal klettern muss, das regt mich so auf. Guck mal, ich hab Federn. Ich hab Federn gelassen. Ich sag halt nicht danke, mir doch egal, blöde Kuh. So. Wie gesagt, wir haben wieder freundliche Unterstützung von Polen, Mietnomaden und Co.KG. Also falls ihr wieder sinnloses Getrampel hört, das sind wieder unsere Mietnomaden über uns. Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod
wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Na, hoffentlich. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Geh mit mir. Ich möchte etwas mit dir machen. Mehr über die Villa fahren und... Okay. Nein, ich hab abgelehnt. Ich hatte diese Taste. Ich reiß sie raus. Na toll. Okay. Ich habe Elixier aus Blei und Granat. Ja, ich auch. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf. Ich hasse Shift. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, diesmal drücke ich Leertaste. Leertaste. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Oh. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten. Wenn er kann. Hm. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Okay. Wer braucht dich schon? Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Habe ich schon. Oder? Signor Pazzi. Doch nicht, in Ordnung. Ich tat, wie mir geheißen und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein. Allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Interessant. Ich muss sagen, wer auch mal das eingelesen hat, Respekt. Also das ist geil. Das ist echt geil geworden. Gut, wir sehen uns aber erst im nächsten Part von Assassin's Creed 2 weiter. Ich mache jetzt erstmal ein Päuselchen und auf Wiedersehen. Hui.